Ja, ganz kurz und knackig, wie hat es euch gefallen? Super gut, tolle Musiker, gute Stimmung und vor allen Dingen natürlich ein toller Zweck. Also das war eine runde Sache. Sehr, sehr gute Veranstaltung, mir hat es sehr gefallen. Ja, also es waren sehr schöne Künstler dabei, die haben wirklich einen schönen Abend. Das war eine super Veranstaltung, tolle Künstler, hat riesen Spaß gemacht einfach. Bist du das erste Mal da gewesen oder kanntest du die Veranstaltung schon von den letzten Jahren? Nee, ich war zum ersten Mal hier, ich habe die Veranstaltung im Radio gehört, die Werbung und dachte so, erstens gutes Motto, zweitens tolle Leute, also warum nicht hingehen? Ja, es war wirklich, was er schon sagte, interessant. Ich fand es auch am Anfang sehr ruhig und es steigerte sich nachher zum Schluss immer weiter und war wirklich toll, ja. Knackig und kurz, wie hat es euch gefallen? Ganz, ganz, ganz toll. War prima. Gibt es einen bestimmten Grund, dass ihr heute hier gewesen seid? Eher vom Thema, eher von den Bands, von den Sängern, Songwritern, Songwriterinnen? Sind alle toll gewesen. Ist ein tolles Programm, toller Abend, passt immer. Gibt es für euch einen Wunsch, den ihr habt, vielleicht für die nächste Veranstaltung, für das nächste Mal Knack den Krebs? Nein, einfach ganz, ganz viele nette Künstler, auch wenn sie nicht so bekannt sind, ist völlig egal, Hauptsache für die gute Sache. Stimmt. Auf dem Niveau bleiben, dann ist alles gut. Dankeschön, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ja, ziemlich ruhig jetzt hier im Knust. Veranstaltung ist vorbei. Neben mir sitzen Carina und Falco. Erste Frage, wie ist es gelaufen? Super, Hammer, oder? Also besser ging es nicht. Carina, kannst du dem irgendwas noch hinzufügen? Wir sind total zufrieden. Es war eine total geile Stimmung Backstage. Waren alle gut drauf und wenn die Künstler gut drauf sind, sind wir auch gut drauf. Also es lief einfach super. Seid ihr zufrieden mit dem, was jetzt reingekommen ist, mit dem, was an Leuten da war für euer Knack den Krebs? Ja, es kann immer mehr sein. Also es war voll und die Stimmung war super, aber klar, geht noch mehr. Ne? Wir steigern uns. Dann. Im letzten Jahr habe ich gesagt, es wäre schön, wenn wir uns irgendwann im Stadtpark sehen. Okay, es gibt auf jeden Fall schon mal Pläne und Ideen. Habt ihr denn schon so ein paar Dinge, die für 2016 anstehen? Na, die Termine stehen. Wir haben die Prinzenbar definitiv als Location mit dabei. Das Knust ist 2016 auch wieder dabei. Und an der Organisation sind wir dran. Also das Konzert jetzt ist zu Ende und die Planung fürs nächste Jahr läuft an. An Künstlern, gibt es da schon Infos oder lassen wir uns genauso überraschen wie dieses Jahr? Da müssen wir uns überraschen lassen, aber wenn ich was sagen darf und falls Sie es sehen, Herr Oerding, Herr Mutzke und Sascha, es wäre mir eine Ehre, wenn Sie dann kommen würden vielleicht. Wow, da haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Namen. Wir sind total gespannt, wen wir nächstes Jahr hier noch sehen, Knack den Krebs. Es war wirklich eine großartige Veranstaltung. Ihr atmet jetzt erstmal tief durch. Lasst erstmal alles sacken vom heutigen Abend. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch mitteilen möchtet, was ihr auf dem Herzen liebt, Carina? Kommt alle wieder. Muss ich jetzt in die Kamera sagen, ja, ne? Kommt alle wieder, ihr werdet ein tolles Publikum und wir freuen uns aufs nächste Jahr. Falco, magst du das letzte Wort haben? Vielen Dank. Dann habe ich das letzte Wort, wie immer. Jetzt trinken wir Bier. Okay, tolle Veranstaltung. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Jahr. Es hat super Spaß gemacht, tolle Künstler. Mal schauen, wer nächstes Jahr da ist. Tschüss. Thank you. Don't matter where I am, don't matter what I do, you were always watching over me, and it don't matter where I go, no matter what I'm trying, you give me shelter with your holy hands, there are you. Sometimes I think everything is alright. Such freedom and peace up to the sky. And I wanna show you how I am today. I wanna know if you're proud.